Ich glaube, ich bin ein total toller Nachbar. Bilde ich mir jetzt gerade ein. Ich hoffe, Sie fragen jetzt nicht hier rum. Also ich finde diese Nachbarschaft ja hervorragend, gefällt mir alles sehr gut in diesem Hause, aber es ist eben doch nicht alles eitel Sonnenschein und Friede, Freude, Eierkuchen. Das sind so die kleinen blöden Geschichten, die dann mal passieren, dass die Zeitung tatsächlich geklaut wird. Also es war eine Samstagsausgabe. Zwei Zeitungen habe ich im Abonnement und die sind am Wochenende natürlich ziemlich dick. Es passt nur eine Zeitung in den Briefkasten rein, die andere liegt auf dem Boden. Und diese auf dem Boden liegende, davon dachte offenbar ein Nachbar, nun gut, wenn sie auf dem Boden liegt, dann gehört sie niemandem. Tolle Idee, der hat also die Zeitung mitgenommen, wer auch immer das war, keine Ahnung. Ich habe nur gesehen, dass meine Zeitung nicht da war, habe unten einen Zettel angehängt, mit der Bitte, mir doch die Zeitung zurückzugeben. Ich würde die ganz gerne lesen. Tatsächlich waren 2 Stunden später, als ich dann wieder runtergegangen bin, war die Zeitung da. Ich habe mich sehr gefreut und fand es total toll, dass ja dieser Nachbar, der die Zeitung, warum auch immer, mitgenommen hat, dass er sie tatsächlich zurückgibt. Super. Ich habe sie dann hier gelesen und habe gemerkt, dass dann aber der Wirtschaftsteil, der mich durchaus auch interessiert, der Wirtschaftsteil war nicht da. Ich habe dann also erneut einen Zettel geschrieben und darum gebeten, erstmal gesagt, toll, vielen Dank für die Rückgabe der Zeitung, aber auch der Wirtschaftsteil würde mich interessieren, auch den hätte ich gerne zurück. Und siehe da, 2 Stunden später, als ich dann erneut runterging, war auch der Wirtschaftsteil da. Also das fand ich hervorragend. Erstmal natürlich blöd, dass die Zeitung weg war, aber dass man dann nach Aufruf tatsächlich seine Zeitung zurückbekommt, ein bisschen zerlesen. Aber alle Teile, die ich haben wollte, waren drin. Von daher war das alles in Ordnung. Wir leben ja hier auf engem Raum zusammen und laufen uns ständig über den Weg. Da ist es ganz schön, wenn man ein einigermaßen passables Verhältnis zu den Nachbarn hat. Dafür haben wir zu viel miteinander zu tun.